An und für sich ist es eine Sport-Trinkveranstaltung, wo sich heute 64 Teams duellieren. Jedes Team hat 10 Becher, die man im Dreieck voreinander aufstellt. Die werden ungefähr bis zum Drittel mit Bier aufgefüllt und das gegnerische Team muss dann mit Ping-Pong-Bällen versuchen, da reinzutreffen. Wenn sie treffen, muss die Mannschaft trinken und wer am Ende als erstes keine Becher mehr hat, hat verloren. Ich bin Maurus, das ist Lukas und unser Team heißt Bironauten. Wir kommen hier aus dem Ort, haben das alles so kennengelernt, waren beim ersten Mal dabei, haben den dritten Platz gemacht und dann heißt es für uns, wir müssen jetzt wieder antreten. Eigentlich ist das Ziel jetzt erstmal der erste Platz, aber wir werden mal sehen, wie es läuft heute. Trainiert haben wir. Wir haben uns unter der Woche, wir hatten beide frei, zwischendurch mal getroffen abends. Ist auch ein bisschen außer Bahn gelaufen, aber war witzig, hat Spaß gemacht. Grundsätzlich kann man wirklich sagen, je mehr Bier man trinkt, umso schwieriger wird's. Das Spiel war durchwachsen eher auf unserer Seite. Die Jungs waren ziemlich gut, muss man sagen. Wir haben gut angefangen, dann hatten wir in der Mitte eine kleine Durststrecke und nachdem wir die überwunden haben, waren die letzten zwei Becher, gingen rein wie nichts Gutes. War im Großen und Ganzen ein gutes Spiel für uns. Wie heißen die Titelaspiranten? Das hat sich aber wahrscheinlich schon erledigt haben.